Es ist an der Zeit, das Lager nachzufüllen. Auf geht's! Schnapp dir, was du brauchst und zertrümmere, was du willst. Zeit für Nachschub. Du hast 10 Minuten, um dir alles zu schnappen, was du brauchen kannst. Aber pass auf, der Sturm kommt immer näher. Der Sturm wird dir Schaden zufügen, also bleib in Bewegung und behalt die Karte im Auge. Bonusziele sind im Spiel. Tech, ich habe eine tolle Idee. Wir brauchen ein Auto. Nee, ein Boot. Nein, ein Zeppelin. Oh. Soll ich damit ein besserer Soldat oder ein besserer Anwalt werden? Oh, du hast recht. Es sollte sich einfach in all das verwandeln können. Brillanter Einfall. Mit klassischer Literatur als Inspiration für deine neue Vorgeschichte. Welche Art klassischer Literatur? Weißt schon, Adlige und so, schicke Bälle, Dramen über Anwesen und Ländereien. Ich weiß nicht, Ted. Hohe Kragen stehen mir nicht so gut. Meine Nackenmuskeln sind viel zu ausgeprägt. Blablabla, wir kriegen das schon hin. Keine Sorge. Schon mit diesem Prestige-Fernsehen-Trend befasst? Das Publikum ist heute bereit für viel komplexere Stories als damals. Subtile Stories. Was willst du sagen? Naja, vielleicht muss meine Vorgeschichte kein Jurastudium und eine Rivalität mit einem Juwelendieb und eine Ausbildung im Mond-Karate-Dojo umfassen. Weil das so gar nicht subtil ist? Genau. Voll deiner Meinung. Wir machen dich einfach zum Experten in Weltraumrecht, damit das mit dem Mondkarate Sinn ergibt. Was sagst du? Hä? Thank you.
Okay, ich hab eine Idee. Übernatürliche Romanze als Basis. Ist gerade voll in. Liebesdreieck vielleicht? Tank, was hältst du von Werwölfen? Die Möwen. Perfekt. Steigert das Angstgefühl. Au. Thesaurus siehst, gib Bescheid. Ich brauche mehr Synonyme für Morpho. Ted, wenn ich das richtig verstehe, arbeitest du nicht an unserem Plan für furchtbare Weihnachten? Ich kann gerade nicht, Ray. Sorry, die Inspiration durchfließt mich. Ich muss dieses Reboot machen. Du musst dir wen anders suchen, der furchtbare Spielsachen für Weihnachten entwirft. Sorry. Oh nein, wie soll ich das nur schaffen? Weißt du, die Kritiker bemängelten immer, dass es der Morpho-Gang an richtig guten Schurken fehlen würde. Und ich meine, okay, wie soll man denn den mörderischen Mafia-Rodler noch toppen? Ihr hattet einen fiesen Typen namens Mafia-Rodler? Ganz genau. Halb Mafioso, halb Rodelbob. Herr des alpinen organisierten Verbrechens. Hat sich furchtbar verkauft, aber nur, weil das für manche Menschen zu nah an der Realität war, weißt du? Ich hab mir die alten Morpho-Gang-Cartoons mal wieder reingezogen. Zum ersten Mal seit der Erstausstrahlung. Sie hatten wahrscheinlich recht damit, dass wir uns in den späteren Staffeln zu viel vorgenommen hatten. Meinst du sowas wie den Handlungsbogen, wo mein Kind im Schullandheim vom Sohn meines Erzfeinds gemobbt wurde, während ich die Waisen vor Gericht verteidigen musste? Exakt! Wir sollten dein Kind einfach mit einer Version aus einer alternativen Zeitachse ersetzen, damit es gleich von Anfang an Teil der Gang sein kann. Ist doch logisch. Oh, freu mich schon drauf, das seiner Mutter beizubringen. Yeah.
Bonusherausforderung erfolgreich. Gute Arbeit, Team. Gut, das Reboot ist abgeschlossen. Echt spitze, Ted, aber wir hatten von dir etwas Furchtbares erwartet. Ich freue mich ja, dass du deinen Groove wiedergefunden hast, aber dafür müssen wir alle sterben. Da wäre ich mir nicht so sicher. Der erste Reboot-Prototyp ist soeben eingetroffen. Ja, sie selbst. Oh mein Gott, es ist so... perfekt. Es ist furchtbar. Sag's ruhig. Nein, gar nicht, sondern ich sehe es an und ich sehe es. Wow. Sag einfach furchtbar. Es ist nicht toll. Meine Messungen sagen furchtbar. So furchtbar, dass es ein schreckliches, unverzeihlich schlechtes Geschenk sein könnte. Ted, du hast Weihnachten ruiniert. Kannst du noch 100 machen, die genauso furchtbar sind? Das wird nicht einfach. Wenn jemand Schrott produzieren und Weihnachten ruinieren kann, dann du, Ted. Das stimmt. 100 furchtbare Misserfolge in Produktion. Genau genommen ist das sogar ein Erfolg, oder? Lasst ihr mich jetzt alle hängen? Na dann ebenfalls frohe Weihnachten. Das war's dann. Danke für die Hilfe, Kommandant. Hey, noch ein Platz frei? Oh, klar, wollte dem Kommandanten nur dabei zusehen, wie er allen beim Anzünden der Kerzen hilft. Dachte mir, das wäre ganz grässlich, so vor dem Dinner, den Geschenken und so weiter. Richtig furchtbar, nicht wahr? Oh ja, sowas von absolut schrecklich. Ich freue mich schon.